Bist du bereit für einen Song? Okay. Keiner stoppt den Kilian, das fing schon auf dem Spielian. Du Jäger mit Killerinstinkt, der nicht gerne Shampoos trinkt. Bei ESG geht er voll ab, zusammen mit Weltmeister mit 19 Jahren. Der Junge kann... Was sagst du zu dem Spiel? Die ersten 30 Minuten war scheiße. Wir haben uns hinten halt reindrängen lassen und den dementsprechend verdient den Platz gekriegt. Und dann Schalter umgelegt, aggressiver, gepresst. Noch drei mit dem 3-3 in die Kabine und dann zwei hochverdient, meiner Meinung nach. Sechs Spiele wurden am Ende. Jürgen, was sagst du zu dem Spiel? Dreifacher Torschütze. Wie geht's da nach dem jetzigen Spiel? Ja, also super Teamleistung, kann ich nicht beschweren. Jeder hat 100% gegeben und das ist das, was wir heute gebraucht haben. Ohne ein Team wäre da nichts möglich gewesen, also gut ab von der Teamleistung und nächste Woche geht's weiter. Sehr gut, danke, Meris. So, Laurent, wie war dein erstes Spiel in der U23? Wie hast du dich gefühlt? Warst du nervös? Wie ist es gegangen? Wie hat er die Mannschaft geholfen am Anfang? Ja, ich fand, dass ich ganz okay gespielt habe. Ich hätte vielleicht besser spielen können. Es war auch so mein erstes Mal so mit den Erwachsenen. Und ja, die haben sehr gut gespielt. Leider am Ende, ich finde, ich habe viele Fehler gemacht. Und ja, die Mannschaft war gut und leider nicht gewonnen, keine Tor gemacht. Ja. Ja, das Ergebnis 6:4 ist an und für sich schon sehr hoch. Wie hast du das Tempo empfunden in dem Spiel? War es höher, als wie du normal gewohnt bist im Nachwuchs? Und wie hat die Verteidigung funktioniert? Hast du dich auf die Verteidigung verlassen können? Na, ich finde, das Tempo war eigentlich ganz gleich. Vielleicht war es heute niedriger, weil ich war nicht so nervös als erwartet. Ja, ich finde es so beim Nachwuchs, in der U16 ist es so viel manchmal stressiger. Und mehr so Energie. Die U23 hat stark gespielt und die Verteidigung war gut. Fast gar kein Ball ist drüber gegangen oder durch. Und ja, das war eine starke Verteidigung. Leider sind sie öfters nicht draufgegangen und haben dann genau in die Ecke geschossen und Tor gemacht. Bei den ersten 4 Toren kann man ja sehen, dass sie ja auch sehr viel Glück gehabt haben, weil der Ball ja immer ganz knapp in die Stange gegangen ist und wirklich fast schon ohne Gegenwehr aufs Tor schießen konnten. Bei den letzten beiden Toren hat das ein bisschen unglücklich ausgeschaut. Wie hast du das aus deiner Sicht gesehen? Was hättest du da besser machen können oder anders machen können? Ja, ich finde, die Verteidiger hätten schnell draufgehen sollen, weil die haben öfters zu lange jetzt geschaut und erst am Ende sind drauf gegangen. Da hatten die Geschosse haben zu viel Platz und haben einfach drauf geschossen. Und ja, ich konnte mich halten. Ich finde, ich hätte ein bisschen schnell sein sollen. Und ja, weil so schnell reagieren, hätte ich vielleicht noch ein paar Schritte machen können und dann ihn weghauen. Ja, aber trotzdem, ich finde, man muss dir auch mal Danke sagen, dass du da eingesprungen bist. Und ich finde, dass es eine sehr gute Erfahrung war für dich, die dich auf deinen fußballerischen Weg weiter begleiten wird. Und ja, mit 16 Jahren das erste Mal eigentlich im Erwachsenenfußball in einer Kampfmannschaft zu spielen. Ja, 15. Dann, also U16-Spieler ist halt schon eine große Herausforderung und ich hoffe, du bleibst dran und wirst noch öfters Erfahrungen sammeln in den nächsten Wochen. Ja, werde ich es machen. Danke fürs Interview. Danke dir. Ein Doppelpack von unserer Nummer 3. Bier! Super, Tobi! Ja, meine Zeit! Super, Tobi! Applaus für den Fan. Komm mal, komm, wir sind drin! Die Leistung vom Schiedsrichter. Ja, war eine schwache Leistung für Führer, aber nein. Kann er nicht viel machen. Das ist eine schwierige Entscheidung, Wille. Wie finden Sie die Leistung von RC?
ja. War im Endeffekt einfach defensiv zu wenig, aber eigentlich haben wir nicht so schlecht gewinnen. Wir haben viele Chancen kreiert und eigentlich auch nicht so viel zugelassen, weil halt, wenn wir wirklich 6 Chancen, 6 Tore machen, dann kann man wenig machen. Was wirklich auch für euch wichtig ist, auch wenn es jetzt funktioniert hat, vor allem in der Jugend, wenn man hoch hinten ist, man kann jeden Rückstand wirklich aufholen, wirklich, aber ja, man kann jeden aufholen. Es ist auch nur 5 Minuten, man kann es aufholen, es ist aber wirklich möglich. Weil die Gegner, vor allem in der Jugend, brechen sie dann an. Danke. Zusammenfassung, ja, LAC hat 3-1 geführt, wir sind super zurückgekommen, haben die letzten 20 Minuten mit einem Mann weniger noch ein Tor erzielt. Alles in allem eine moralisch sehr starke Leistung von Rapid Oberer und dadurch aufgrund der Moral auch ein verdienter Sieg, wie ich finde, mit 6-4. Danke. Einstudiert, als ob er an den Händen friert, fast so teuer wie Neymar. Ja, Brillanz trifft Arroganz. Nummer 6 mit einem schönen Pass. Ja. Oh, das ist riesig. Brian Barcelona, Tiki Taka. Brian Barcelona. Ecke, Italien Flügelspieler, da geht's in die Mitte weiter. Noch Balleroberung von unserer Nummer 6. Super, Hubi, komm rechts, rechts. Oh, Rapid Oberer gewinnt den Ball, spielt ihn direkt im Torwart, der wieder ausschießt. Ja, gab schon mal bessere Spiele, aber Hauptsache wir haben gewonnen, deswegen sind wir zufrieden. Und der Marius Hörk, jetzt komme ich zu dir, wie findest du bis jetzt das Spiel? Das Spiel ist spannend, doch LAC macht die Tore nicht. Das ist nicht so toll, aber es wird noch schon. Wird noch schon. Hauptsache Rapid Oberer schießt keine Tore mehr. Das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Ja, das finde ich auch. Herr Dorotomitovic, wie finden Sie das Spiel? Ja, es ist bis jetzt spannend. Meine Stimme ist ein bisschen weg, weil ich habe vorhin sehr laut geschrien für 11. Ich hoffe, wir machen noch die Chance rein und wir gewinnen das Spiel. Wer soll die Tore schießen? Die drei, Stefan und Patrick. Patrick wer? Patrick der Star. Patrick Hanoff. Patrick der Star. Nein. Ja, schön. Nicht jeder steckt mit der Chance nach vorne. Der Fiete! Gleiches für alle 10er. Ganz gefährliche Position. Ich glaube, er hat die Vermutung ist links oben. Oder rechts oben. Meine Vermutung ist rechts oben. Hallo liebe Freunde, wir versammeln uns heute hier am Rapid Oberer Platz und feuern unsere U23 an zum Wetter. Es ist sehr sonnig und das Spiel ist sehr spannend bisher. Ja? Wir sind erst 10 Minuten gespielt. Ja. Oh, knapp. Tobi, komm weiter. Stefan. Er macht den. Ja! Nummer 11, Stefan. Mach das Tor. Stefan, du schießt hier. Ella Zito! Super, Laura! Ja, gut, Laura!
Stück. Sehr geil. Oder hier verliert sich jemand. Kannst nicht machen. Ihrer Meinung nach besser gespielt? Natürlich wir. Aber ich selbst habe, sagen wir, nicht so gut gespielt wie sonst. Ja, das wäre ein Glück. Also kann ich nicht an den ganzen Mannschaft übertragen. Was ist gerade mit dem Ball? Stefan hat den Ball. Ja, renn vorbei! Dribbel! Hä? Wie kommen wir durch? Flanke! Oh, Werner! Ja!
Stefan. Ich hab den Ball hier.